geglitzert, was? Das ist das letzte Plakat. Wie? Das letzte Plakat. Ich darf sie nicht auf Augenhöhe hängen. Ach so, weil er so groß ist. Ha. Ja. Oh, nicht übel. Okay, wir müssen die drei Ventile finden, um den Brunnen einzuschalten. Okay. Ich hoffe, das ist legal. Ach, Mann. Das hätte sowieso niemand gekauft. Ach gut, verkleidet fühle ich mich unwohl. Ich dachte, das sind die Ventile. Bist du sicher, es klappt? Eigentlich nicht, aber das Spiel schon. Hängt es jetzt richtig gerade? 10 Stück fehlen mir noch. Oh, ich bin's nur. Ich bin's nur. Oh, ich bin's nur. Ob ich das runterziehen kann? Ich vergesse immer, dass selbst wenn er springt, die Tarnung auffliegt. Geht mal beiseite. Ich gehe in den Zirkus, wenn er noch in der Stadt ist. Ja, geh erstmal weg. Das hat sowieso niemand gekauft. Da sind Schuhe. Ah, Julian wird sich freuen. Ein bisschen was kann man ja auch sammeln, wenn wir schon mal hier sind. Sieht gut aus. Hoffentlich bleiben die wilden Tiere hier weg. Die wilden Tiere. Die sind doch alle ganz tam. Nicht übel. Echt. Na, an dem bin ich schön zielsicher vorbeigelatscht. Da sind noch mehr Schuhe. Die nehmen wir mal mit für Julian. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Nein, hast du nicht. Ist der Zirkus in der Stadt? Da hinten kann ich noch ein Plakat aufhängen. Und da sind sogar noch mehr Schuhe. Ich mag es. Es sind viele Tierfänger in der Stadt. Ja, auch schon gemerkt. Hallo, Schönheit. Sollst du sich aufpassen? Weißt du, Gloria, ich bin froh, dass ich tanzen kann. Es bringt uns einander näher. Oh, Melman. Tauchen wir unter. Okay, das bringt mir hier also überhaupt nichts, weil ich komme hier nicht hoch. Menschlich steht mir gut. Menschlich steht mir gut. Kommt Melman hier hoch? Nein, kommt nur Alex auf den Bar. Nichts zu sehen hier, besonders keine Giraffe. Ich wollte jetzt gar nicht tauschen. Sehe ich damit dick aus? Mit einer Brille.
Und ich dachte immer, bei Nilpferden kommt es drauf an, dick auszusehen. Zumindest hat der zweite Teil uns das weiß gemacht. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo weiterkommen. Mord? Das sollte Julian freuen. Was ist dein Problem? Ein kräftiger Stamper sollte diese Tür öffnen. Mord, schöner, was soll das? Ort zum Schwimmen. Gut, also ich kann hier schwimmen. Eben, aber nächstes Mal wird Julian noch mehr Zeug wollen. Er will immer noch mehr. Nichts zu sehen hier, besonders keine Giraffe. Willst du mir nicht helfen, Süßer? Na, Süßer. So, wer ist das? Das ist es wohl, was Julian will. Mord, was zum Henker? Oh, mich. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Krieg mich nicht! Hier, das ist von Morty. Ist hier hinten was? Nein. Wenn schon sonst niemand, das ist ein Charakter. Okay, hier komme ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich. Wäre ich mehr Macho, wenn ich mich wie Mann. Ja, ach was. Das habe ich jetzt auch schon rausgekriegt. Gut, war auf der anderen Seite noch was? Nein. Okay, ich kann nur bei dieser Schräge raus. Schickt mich dieser. Ach so, andersrum. Hehehe. Ich drehe nur dieses Ventil. So, eins. Keine Ahnung, wo Mord ist. Na, hier mal ruft, fang mich doch, aber ich sehe ja nichts. Ich höre ihn ja nur lachen. Jetzt. Okay, das wird mir zu gruselig. Kann ich leider nicht kaputt machen. Ach, da ist er. Überhaupt nicht gruselig. Man bewegt sich einfach mal kein Stück. So. Das sollte Julian gefallen. Wir haben ja genug für Julian. Okay, da kann ich rüber. Sonst noch irgendwas? Da sind nur noch mehr Schuhe. Da muss ich doch rüber. Aber ich komme da gar nicht rüber. Okay, dann gehen wir jetzt einfach erstmal weiter geradeaus. So, Gloria, du kommst mit.
macht sich vielleicht auch ganz gut, wenn man das zu zweit spielt. Dann muss man nicht die ganze Zeit so hin und her wechseln. Guck mal, das zweite Ventil ist am Wasserturm. Ja. Und da komme ich nicht ran. So, Ventil Nummer 2. Weißt du, Gloria, ich bin froh, dass ich tanzen kann. Es bringt uns einander näher. Wenn du meinst. Oh, Melman. So, Gloria kommt hinterher. Ich steuere die ganze Zeit gegen. Ich weiß nicht, warum sie so kippt. Hier muss ich wahrscheinlich wieder einen Hüftschwung. Hol dir dann mal das Thermometer. Achso, das muss er auftreten. Oh, Gesundheit. Mal Holz habe ich auch schon genug. Dann werde ich mal weiter Holz sammeln. Das letzte Ventil. Der Brunnen sollte wieder funktionieren. Kletter in den Brunnen, damit du rankommst. Mach ich doch. Ziel erreicht. Eine gute Verkleidung. Für mich sind das keine guten Verkleidungen. War da unten noch irgendwas Interessantes? Sieht nicht so aus. Meine Tarnung war heiß. Das war nur eine Brille. Tata. Ach verdammt, da war ein Plakat. Großartig gemacht. Kowalski, sortier das Werkzeug, während du... Na endlich, wo wart ihr? Wisst ihr denn nicht, dass für dieser Zirkus-Reklamasache noch viel zu tun ist? So, Freaks, bereit zum Plakate aufhängen? Ah, das schon wird gemacht. Ein Spaß. Folg mir einfach durch die Straßen, während ich meine Mangos werfe. Klatscht ein Plakat an die Wand, bevor der Mangosaft trocknet. Nur so klebt das. Seht ihr? Das ist ja wie Klebstoff. Bereit? Folgt mir! Das sind ziemlich lange Level hier diesmal. Wartet auf niemanden. Hehe, ich war schneller. 46. Ja gut, da ist er jetzt schneller dran als ich. Wenigstens zählen die, die er anklebt, auch zur Gesamtwertung. So viele Plakate, so wenig Zeit. Ja. 14. Das könnt ihr immer machen. War schneller. Teilweise bewegt er sich aber auch nicht. Ah, das ist ein Renner, was? Verdammt.
Beeilt euch! Was hat denn Melman jetzt gemacht? Tritt für Tritt voran! Schneller, Fix! Verdammt, da war der Sack. Und Melman hängt irgendwo fest. Weiter so! Ihr macht das ganz gut! Ganz gut. Das war gar nicht mal so gut. Es waren aber nicht genug Plakate. Die Plakate, die waren meiner Idee, sollten Willi Jarlsson von Roman zu König Julians fantastischem Zirkus bringen. Kann ich mal kurz poetisch glänzen, ohne Ruder unterbrochen zu werden? Leider nicht, Werkzwerg. Die Arbeit wartet. Gloria, Marty, ich brauche einen Gartenschlauch. Fragt nicht, wieso. Ist vertraulich. Geht einfach und holt einen. Mhm. Da ist Marty und da ist mit Süß! Gloria. Kanonen! Ja, toll. Komm ich nur nicht ran. Oh! Das bringt Farbe rein! In sowas würde ich nie reingehen. Zeit, meine Haut zu verstecken. Erstmal hier. Das wird ein Zuckerschlecken. Nicht zu Hause nachmachen. Das stimmt. Werbung lohnt sich. Halt deine Streifen, ich tu's. Madonna mia, no. Mehr Holz, wow. Ja, aber mehr brauchen wir ja eigentlich nicht. Sehr gut. Hoffentlich haben sie die Tiere bald. Da kann ich nicht rüber. Ich kann schwimmen. Ja, dann schwimm auch bitte. Halt, 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 da ist noch was. Jetzt komm. Stimmt ja, Marty kann das ja auch. Schon wieder diese Tierfänger. Was? Wo waren jetzt ein Tierfänger? Nur ein einfacher Bursche aus New York. Wo kann es sein? Oh Mist! Es sind viele Tierfänger in der Stadt. So. Oben bin ich sicher, haben sie gesagt. Verdammt. Bereit fürs Abendprogramm. Ausgebrochene Tiere in der Stadt. Nee. Hier ist nur Holz. Ernsthaft, da komme ich nicht hoch? Doch. Wollte schon sagen.
Ne, sich für mich nämlich langsam die Frage gestellt, Mann, wo ich überhaupt. Ich stehe auf dieser aus der Kanone fliegen Nummer. Wie gefällt dir das Zirkusleben, Gloria? Ich liebe jede einzelne Minute und ich verbringe viel Zeit mit Merman. Ein großer Vorteil. Hier die ganzen Sterne rumfliegen und ich bin ja gar nicht mit Alex hier. Hier fällt bald alles auseinander. Hier gibt's jede Menge Holz, wenn du nicht stockblind bist. Ha! Direkt wieder springen. Gloria, kannst du mir über den Kanal helfen? Halt deine Streifen, ich tu's. Wieso? Ich liebe Undercover-Jobs. Wie soll ich denn da hochkommen? Muss ich irgendwie rein? Genug davon. Ah, so. Hüftcheck. Hüftcheck. Gut, das wäre Alex' Job. So. Wechseln. Und hopp. Ich wollte das irgendwie anders machen. Ja, und wie? Wie zum Teufel soll ich das denn sonst machen? Was ist denn das für ein Schild? Wie viel brauchen wir von dem Zeug? Wir haben schon genug. Ich verstehe gerade nicht so ganz, wie ich das anders machen soll. Nee, ich mag halt kein Wasser. Hey, was läuft denn da jetzt genau falsch? Ich kann auch nicht stehen bleiben. Munter drauf los! Ich bin gerade ratlos, ehrlich gesagt. Weil da komme ich ja nicht rüber, das ist Alex. Kann ich irgendwie eins der Schiffe dahin schieben? Halt, vielleicht kann ich das Schiff irgendwie. Nee. Hier ist noch was. Oh, ist so abgefahren. Ich will alles sehen. Ich auch. Aber im Moment bin ich froh, mit den Römern zu strömen.
Nimm das! Wollte das gerade lustig sein? So. Oh. Mama mia! Jetzt komm, Kamera, spür mal mit. Hier ist Holz. Du willst Holz? Bitte sehr. Und was jetzt? Ich kletter nicht ernsthaft nur wegen dem Bündel Holz hier hoch, oder? Sitzt da jetzt nicht. Yeah, Baby! Bringt mir nichts. Nicht da runter gehen. Ach, da. Bums. So, verstehe. Da, hol dir noch den Blumenstrauß. Jetzt kann ich da ernsthaft nicht mehr dran vorbeischwimmen. So. Jetzt aber, Marty. Jetzt ist nur die Frage, habe ich jetzt in der Zwischenzeit schon den, Offenbar habe ich den, Gartenschlauch schon irgendwo eingesammelt. Na, umso besser. Lasst mich weiter. Exzellent. Genau den Schlauch hat der Arzt verordnet. Okay, ihr zwei, hört zu. Die Jungs haben überall in der Stadt Material verteilt. Geht und findet möglichst viel davon. Ihr habt nicht viel Zeit, aber wenn ihr eine Uhr seht, schnappt sie euch. Sie gibt euch mehr Zeit. Steht nicht so rum. Los, los, los! Okay, den Sprint mache ich noch. Dann mache ich mal wieder Pause hier. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Hier in Rom. In Rom geht die Post ab, Alex. Ja, es geht tatsächlich was ab. Na. Komm hoch, och, Alex. Ach so, glaube ich, schon im Ziel. Oder die Zeit, warum? Okay, Alex und Marty, das ist jetzt wichtig. Die Jungs haben den weltweit größten Parmesankäse gefunden, genau hier in Rom. Geht los und bringt ihn mir her. Hallo, Käseholer? Bringt er mir noch 10 Paar Schuhe? Ja, genau. Und dieser Mal passender. Ich hab Hühneraugen auf den Hühneraugen. Das schied ja recht.
Aber Hauptsache, es muss immer neu laden. Okay, Leute. Dann mache ich hier wieder einen Cut. Es sind ja jetzt wieder mehr als eine Folge. Einfach, weil ich wirklich nicht gedacht habe, dass das hier so ewig dauert. Ich dachte, es sind wieder diese kurzen Abenteuer, halt wie bei den vorherigen Spielen. Aber gut, dann mache ich hier jetzt wieder Schluss. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Rom wieder bei Madagaskar 3. Tschüss.